Ja, ein richtiger klassischer Holsteiner, Vertreter des großen L-Blutes aus dem Land zwischen den Meeren, dieser Limbus-Sohn Limbotello B. Er ist schon volljährig und längst schon im großen Sport angekommen. Ja, der Limbotello B, ich habe ja so ein Faible auch für diese Farbe. Und da kommt die Kombination, dass ich unbedingt einmal das L-Blut wieder bei mir in der Station haben wollte. Und jetzt noch der Punkt mit dem schönen Schweif und dieser Farbe. Das war für mich so ausschlaggebend, dass ich den Hengst 2,5-jährig in Holstein auf der Körung erworben habe damals. Der Hengst selber super rittig, sehr vermögend, eigentlich alles das, was man von einem Springpferd erwartet. Und für die Züchter besonders interessant, er hat schon 4-jährige Nachkommen, auch im Lande Bayern. Ja. Das Interessante daran ist, ich habe den Hengst selber ein bisschen ausgebildet, bin mit ihm die ersten S-Prüfungen geritten. Jetzt habe ich ihn an meine tolle Bereiterin, Marjolaine Marot de Grotte, französische Bereiterin, abgegeben im Moment, damit er noch ein bisschen mehr Erfahrung sammelt. Und das Schöne daran, sie hat mit dem Hengst jetzt so an diese Erfolge angeschlossen, sehr beständig in der S-Klasse im Moment, in der schwereren Klasse. Und noch dazu auch noch 2 junge Pferde im Moment unterm Sattel, die wieder von ihm abstammen und bereits mit denen auch in den Springpferdeprüfungen sehr erfolgreich. Und seine Nachkommen in ähnlichem Zuschnitt, schön rittig? Alle unglaublich rittig, schön. Einstellung ist für mich ganz eine wichtige Sache im modernen Springsport heute. Und das bringen gerade seine Nachkommen, die Ältesten werden jetzt gerade 5, und die bringen das alles so mit, wie er das selber auch hat. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, dass er das auch so vererbt.